Trenchcoat und Schlapphut war gestern. Die Detektive der polnischen Rutkowski Patrol erinnern eher an eine paramilitärische Einheit im Kriegsgebiet. Ihr Chef, der schillernde Christoph Rutkowski. Ein Mann, der sich nach eigenen Angaben auf Gangsterjagd und Geiselbefreiung spezialisiert hat. Staat hat kein Monopol zu finden, sehr große und gefährliche Banditen. Wir machen diese Sache schon 34 Jahre. Immer im Schlepptau ein Kamerateam von Patriot 24, Rutkowskis eigenem Fernsehsender. Erst im April sorgt der Pole für einen grenzüberschreitenden Skandal. Mit seiner Truppe rückt er zur Raststätte Gräfenhausen-West vor, unbemerkt von der deutschen Polizei. Hier soll er offenbar im Auftrag eines polnischen Spediteurs streikende Lkw-Fahrer einschüchtern und ihre Laster zurück in die Heimat bringen. Das Handgemenge wird von der Polizei unter Androhung von Pfefferspray und Schlagstöcken beendet. 19 Rutkowski-Kämpfer werden vorläufig festgenommen. Es hagelt Anzeigen wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Wer ist der Mann, der das krasse Gegenteil von einem unauffälligen Privatdetektiv ist? Im polnischen Lodz hat Rutkowski seine Zentrale und einen hochmotorisierten Fuhrpark. Sein Idol, eine Figur aus einem alten Mantel- und Degenfilm. Zorro, 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 das ist unsere Vorbilder von mir. Zorro. Ja, das ist gut, das ist Zorro. Alle Autos, welche sind in unserer Firma, sind zum Action, sind zum Razzia. Ja? Das ist Hammer H1. Das ist sehr tolle, sehr gute Autos. Auch der Panzerwagen, mit dem der Lkw-Fahrerstreik beendet werden sollte, steht hier. Ein protziges Monstrum, gebaut, um Eindruck zu schinden. Dass wir mit diesen Fahrzeugen vorfahren, ist unsere Sache. Ich kann mit diesem Auto auch zur Kirche fahren, wenn ich will. Das Auto ist zugelassen und hat ein Kennzeichen. Hierzulande gibt es überhaupt keine Probleme, dass ein Fahrzeug so ein Aufreger sein kann. Ich weiß, dass mancher deutscher Polizist von so einem Auto träumt, aber leider denke ich, dass sie es sich nicht leisten können. Rutkowski ist für Spiegel TV kein Unbekannter. Sein Geschäftsmodell vor 30 Jahren, die Rückführung geklauter Westautos. Rutkowski hat sich spezialisiert. Im Bermuda-Dreieck Warschau-Danzig-Katowice jagt er gestohlene ausländische Wagen. Das ist meine Parkplatz, ja. Und diese Autos sind ohne Dokumente, ohne Kennzeichentafel. Eine Prämie von 10% bekommt der flinke Unternehmer von den Versicherungsgesellschaften für jeden nach Westeuropa zurückgebrachten Wagen. Die Hälfte gibt der Ex-Polizist an seine früheren Kollegen weiter, wenn sie ihm ein Diebesauto übergeben. Auch heute will er wieder polizeiliche Arbeiten übernehmen. Wir dürfen ihn zu einem Spezialeinsatz begleiten. Nicht exklusiv, denn sein eigenes TV-Team ist auch mit dabei. Wir haben eine Razzia in Danzig. Danzig-Gdynia. Ein Mann, welcher hat gemacht Mord vom 6-jährigen Kind. Die Jagd nach einem Kindermörder, ganz ohne offiziellen Auftrag. Was seine Motivation dafür ist, wird sich vielleicht später noch klären. Vorher muss der Privatermittler erst mal ganz viel telefonieren und Live-Interviews geben. Seine Zuschauer sollen bei der Fahndung mitmachen. Heute haben wir die Entscheidung getroffen, uns in die Fahndung einzuschalten, weil wir den Eindruck haben, dass die Polizei bislang erfolglos war. Rufen Sie unser Alarmtelefon, unsere spezielle Hotline an. 600 007 007. Ein Polnischer möchte gern James Bond, so gar nicht unterwegs im Auftrag seiner Majestät. Die Polizei hat Angst, dass Informationen gibt für uns. Und wir wissen, wo ist dieser Mörder. Und die Polizei hat keine Informationen. Aber unser Angebot zum Leute ist sehr gut. 50.000 Zloty, das ist ca. 12.000
1000 Euro. Rutkowski hat angeblich eine heiße Spur. Der Tatverdächtige soll sich rund 300 Kilometer weiter nördlich nahe Danzig verschanzen. Für das Rutkowski-Team bedeutet das 4 Stunden Fahrt. Das ist dieser rote Punkt, wo eventuell ist dieser Gregor Grzegorz Boris hier. Und das ist für uns dieses Gebiet, welches wir werden suchen. Es ist schon dunkel, als der Konvoi am Zielort ankommt. Damit das alles wie ein Polizeieinsatz aussieht, knipst der Detektiv seine Blaulichtlampe an. Dumm nur, dass die echten Ermittler etwas dagegen haben. Bevor die Mörderjagd weitergehen kann, werden Rutkowski und seine Panzerfahrzeuge zum Anhalten gezwungen. Professionelle Zusammenarbeit sieht anders aus. Hier geht es jetzt erst einmal um eine Verkehrskontrolle. Wir überprüfen gerade die Fahrzeuge. Warum halten Sie den Konvoi auf? Wir prüfen die Gültigkeit der Papiere und ob sie legal sind. Das ist der Grund. Sie stören uns gerade bei der Arbeit. Wir müssen einen Informanten treffen. Rutkowski geht erst mal wieder live auf Sendung und erhebt schwere Vorwürfe. Sein angeblich kurz bevorstehender Ermittlungserfolg sei in Gefahr. Diese Polizei macht Kontrolle, aber sowieso, wir haben Informationen, wo er ist. Ist das Konkurrenz? Nein, das ist keine Konkurrenz, aber das ist eine normale Situation. Das Wichtigste, so scheint es, sind Rutkowski die Bilder für sein Programm. Die Fahndung nach dem Mörder wird zur Kulisse. Weiter geht's, natürlich nicht ohne nochmal Schminke nachzulegen. Inzwischen ist die Schauspieltruppe in der Nähe des Tatorts angekommen. Ein Informant hat einen Tipp gegeben. Er vermutet den flüchtigen Mörder in einem alten Wohnmobil. Rutkowski ermittelt. Die Kameras laufen unentwegt weiter. Und dann eine noch heißere Spur. Der Täter soll in diesem Supermarkt gesichtet worden sein. Der Privatdetektiv wähnt sich fast am Ziel. Er ist gekauft circa eine Stunde vor. Paar Sachen, ja. Brot, Obst und Cola. Inzwischen wird das Treiben der Privatmiliz permanent von der Polizei beobachtet. Und auch die ersten Schaulustigen sind inzwischen eingetroffen. Zeit für ein paar Selfies. Rutkowski ist ein Clown. Rutkowski macht hier nur Show. Ja, ja, da hat er gute Werbung. Wo das Fernsehen ist, ist auch Rutkowski. Um Mitternacht hat die Kopfgeldjägershow Sendepause. Der Mörder bleibt verschwunden. Auf dem Heimweg wird Bilanz gezogen. Keine Belohnung für die Ergreifung des Täters, dafür Kosten ohne Ende. Zum Beispiel für den Sprit der PS-starken Karawane. Circa 1000 Euro. Alles Autos, ja. Wie finanzieren Sie das Ganze? Das ist meine Finanzierung. Warum? Das ist mein Hobby. Ein Hobby, das man sich leisten können muss. Auch bei YouTube ist das Fazit ernüchternd. Schlappe 21.000 Klicks. Kein guter Tag für Privatermittler 00 Rutkowski.